So Leute, willkommen zurück zu South Park, The Fractured But Whole. Zero ist immer noch dabei. Guten Tag. Da vorne ist ja auch... Also da vorne ist Lava, da kommen wir auf keinen Fall durch. Da müssen wir vielleicht doch in die andere Richtung. Der Boden ist Lava, der Boden ist Lava. Ja, hier, der Lego ist Lava. Ja. Sorry, Super, die Bank ist wegen Vulkanausbruch geschlossen. Da kommen wir nicht lang. Und wir wissen, mach niemals Dorf. Kann ich... Hoffe, die neue Nase sieht besser aus als die alte. Wer ist der Typ? Juckt es hier drin oder ist das nur mein Gesicht? David Hasselhoff. Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften mit. Ja. Hat Stan dich etwa zu diesem Outfit überredet? Ah, wie jung der da noch aussieht. Ich habe ein paar Neuheiten, Schnucki. Ich weiß doch, wie sehr du auf Medizinbedarf stehst. Oh, Wangenknochen. Nee, das... Das brauchen wir hier wirklich nicht. Schönheitsoperationen. Das muss nicht sein. Du hübsch aussiehst. Folgender Vorschlag. Ich folge dir auf Instagram, wenn du ein Selfie mit mir machst. Wie klingt das? Ja. Sharon Marsh im Selfie. Yeah. Ich denke mal, das sind gut, sich zu freuen. So. Folgt dir eine coole Mom auf Instagram. Ist das nicht super? Aber Sharon, hier, wie heißt sie? Shelly folgt uns doch gar nicht auf Instagram. Woher weiß sie, dass wir... Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll für... ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann! Danke, also, Blitzfreak. Echt mal schnell. Hast du denn jetzt als Teampartner? Ich glaube ja. Oh, nice. Viel Spaß mit dem scheiß Karma. Ja gut, also wir haben Blitzfreak. Aber ich meinte eigentlich, Shelly folgt uns nicht. Woher weiß sie, dass wir... mit ihrer Mom ein Selfie gemacht haben. Keine Ahnung, weibliche Intuition? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht's denn mit dir aus? In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Ach, du bist die Mutter von Wendy. Ja, Mrs. Testerberger. Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke. Oha. Ich wusste gar nicht, dass das hier oben noch so weit geht. Ja, noch so ein Raum, schön viele Sachen zu finden. Das ist es immer noch so wie im ersten Teil, dass man alle gelben Sachen looten kann? Ja. Ah, okay. Da drüben sehe ich es doch schon. Wie komme ich da hin? Zu Fuß. So. Ih, was sind das für eklige Babys? Ich glaube, das ist... von der Kampagne mit den Dingsbabys gewesen. Mit den Crackbabys. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ihr könnt mich gerne korrigieren. Crackbabys. Haben sie das gemacht, um Crack zu unterstützen oder um Crack abzuschaffen? Ja, zweiteres, aber ich weiß es nicht mehr genau, das ist schon eine ganze Weile her. Das Ding ist zu, okay, da kommen wir also so nicht weiter. Kann ich hiermit vielleicht irgendwas machen? Nee. Kannst du den Koffer nicht anklicken? Der ist gesperrt. Oh. Brauchst du Schlüssel oder einen Code? Ein Schlüssel wahrscheinlich. Ah. Oh. Gut, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Zumindest weiß ich gerade nicht wie. Aber wir haben wieder so ein Bild bekommen. Das ist gut. Sehr schön. Die Mobile. Mal gucken, was wir hier so finden. Du scheinst mit deinem aktuellen Handyvertrag unzufrieden zu sein. Nein, bin ich nicht. Ach nicht? Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? Oh, lieben gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Die Zentrale hat uns neue Ware geschickt. Interesse? Der Boombox-Anzug. Das sieht auch schick aus.
Okay, Steamy Raven Go. Ich glaube, die Folge habe ich sogar gesehen mit dem Ding. Hier, das ist die Mobile-Angebot. Da muss ich $30 zusammensparen. Das ist teuer. Ja. Das kriege ich doch nie im Leben zusammen. Okay, ich habe 67 gefahren, gut. Das kriege ich $6 zusammen, aber trotzdem. Schau bald wieder rein. Ich liebe es, Leuten 2-Jahres-Verträge ohne SMS und Gesprächslimit zu. Das ist ein Rollenspiel, da kriegt man immer Geld zusammen. Ja, ist aber trotzdem schwer. Ich weiß, ich kann den ganzen Kram verkaufen, den ich habe, aber trotzdem. So, ich laufe in die falsche Richtung. Da wir ein Spiel über Superhelden spielen, was ist dein Lieblings-Superheld? Mein Lieblings-Superheld? Oh, das ist schwer zu sagen. Nee, ich habe nicht wirklich einen. Was? Ist ja kein Action-Fan. Ja. Ah. Warum spielst du dann dieses actionreiche Spiel hier? Ich mag keine Actionfilme, das heißt nicht, dass ich keine Spiele mag. Oh, ach so. Oh. Aha. So. Okay. Katze versteckt sich. Was ist denn dein Lieblingsfilmgenre? Mein Lieblingsfilmgenre? Ich glaube Horror. Warum wusste ich das? Irgendwie habe ich mir das gedacht. Oh, mal wieder eine Toilette. Es darf doch kein Part ohne vergehen. Ja, sogar da drauf. Wolltest du nicht einen Kontroll anschließen? Naja, ich bin immer noch am Hartern. So, das Baustellenklo, das ist auch mal wieder eine Herausforderung für sich. Oh ja. Erstmal zu überwinden, da drauf zu gehen. Ja. Erinnert mich hier an meine Ausbildungszeit. Also ich fürchte, Stufe 4 schaffe ich nicht, sondern wieder nur 3. Na. Oh. Nee. Aber immerhin. Gibt wieder Gefahrengut. Das ist auch okay, da kommen wir nicht hin, aber wir kommen hier hin. Was haben wir da drin? Kupferrohr, Schrott. Warnung! Sie haben 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Sind das Laserkanonen? Sie machen sich strafbar. Ah! Sag nein zu Druck. Sag nein zu Druck. Ja. Gut. Okay. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zu oder Sie werden verwirrt. Man kann es auch übertreiben. Wenn es um Drogen geht, kann man nie übertreiben. Aber gut, so ist South Park halt. Das sagt den Leuten, wann sie übertreiben. Ja, ohne dabei selbst zu übertreiben. Nein. Doch, doch. Hi und willkommen im Raisins. Nur eine Person? Dann komm mal mit, Süßi. Tut mir leid, okay. Ich folge nur Psychikern. Okay. Wetten, ich schaffe mehr Buffalo-Bomben als du. Sitzt mit dir aus? Nein, die gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Wie, die gefallen nur Brutalisten? Ja, ich schieße nur Sandys mit Karate-Kids-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Hier, Schnucki! Aha, Kronkuchen. Tut mir leid, ich folge ausschließlich... Hier, Schnucki! Ich bin doch Elementarist. Suchst du einen Platz? Hier gibt's keinen mehr. Ich mach nur Selfies mit Assassinen. Da stehe ich total drauf. Ja, so halbwegs. Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich. Was soll ich denn so halbwegs? Ja, ich benutze Feuer. Ja, cool. Okay, ja. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow, ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, schon mal was vom Zika-Virus gehört? Noch eine Lade Wings, Süßi? Na, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Verschwinde, das sind meine Frauen. Welcher Superheld bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission, meine Superheldenkollegen. Ich hab das komplett vergessen. Weg von mir, Verführerinnen! Moskito weiß genau, was sie hier versucht! Was soll das denn heißen? Die Raisins Girls sind Moskitos Kryptonit! Du musst mich hier rausholen! Okay.
Hey, hier hast du die Rechnung. Haha, von wegen. Ihr wolltet mich verführen, das zahle ich nicht. Du musst Trinkgeld geben, Wichskopf. Kampflos werden die uns nicht gehen lassen. Dann mal los. Na, super. Jetzt musst du Mädchen verprügeln. Was ist denn P-Plan ändern? Achso, da kann ich wahrscheinlich hier gerade mal die Verbündeten umorganisieren. Ja, die anders aufstellen, oder? Ja, ich wüsste gerne wie. Also vielleicht nicht beim Charakterbogen, sondern irgendwo anders. Was hast du denn da noch? Instagram? Ich glaube nicht. Nein. Hm. Einstellung Galerie auch nicht, oder? Nee, sieht nee. Nicht so aus. Dann, keine Ahnung. Egal, wir können auch so kämpfen. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhnen fast anzulegen. Vielleicht kriegst du es ja später oder so. Die Möglichkeit. Moskito. Willkommen im Team. Dich müssen wir komplett aufzeigen. Frauen sind halt ein Kryptonit. Prügeln wir mit Moskito wieder Verstand ein. Er ist so kribbelig. Sucht euch selber eine Traumfrau. Ja, tatsächlich was. Moskito ist bezaubert. Benutzt den Untersuchungsmodus, um mehr darüber zu erfahren. Portion Wins klingt tatsächlich gut. So. Moskitos bezaubert Status erkennt sich am Symbol unterhalb seiner Gesundheitsleiste. Okay. Ja gut. Ja, ich... Das wusste ich auch schon. Details ansehen. Ah ja, hier Moskito. Wenig Gesundheit, dafür zwei Nahkampfkräfte, eine gefährliche Kombination, nutze seinen Lebenskraftraub, um ihn im Kampf zu halten und Gegner zu schwächen. Greif deine Verbündeten an, halt und verstärkt deine Gegner. Ein Zug verbleiben. Hier bei bezaubert. Ja. Gut. Ne, da lassen wir Jimmy hier mal kämpfen. Mhm. Doch, das hat sie mit dem Griff. Alter, chill. Sehr gut gemacht. Und er ist unsichtbar, weil er so schnell ist. Nee. War auch schnell, der Typ mit der Krücke. Ja. Das gibt garantiert eine Narbe. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Au. Scheiße gelaufen, Neuer. So toll, dass ihr da seid. Los, Super Craig. Ach, da kommt er nicht hin. Verflucht. Blockiert. Kannst du nicht von oben nach unten angreifen? Nee. Hm. Oh, das ist blockiert. Nun gut. Versuch's doch, Wigbert. Leute, ihr müsst die Hübschen ausschalten, damit sie mich nicht ständig verführen. Kann mal jemand kurz meine Schicht übernehmen? So. Einen einfallsloseren Namen hatte der Super Quake auch. Ihr seid nicht, beneidisch, oder? Nein. Unser junges Glück. Und ab die Post. So, komm. Ach, das ist ein Boost. Ja, das ist ein Boost. Achso, nee, ist nicht. Steh einfach bloß doof. Oh. Aha, aber er kann. Heilung in 0,3 Sekunden, unser Geld zurück. Er heilt uns. Das sollte helfen. Mit seiner großartigen Macht. Ja. So, wen muss ich hier umnieten? Nehmen wir einfach mal euch beide. Ja, Mist, das ist auch. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Alter, mach mal halblang. Oh, die ist gefährlich, die Alte. Oh, blutest du jetzt, Schnucki? Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Ja. Ja, wir haben Überzahl. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Ihr braucht am meisten eine Trachtprügel. Okay, Super Craig kann angreifen. Hinter der da steht sogar noch eine, komm. Omega Crash extra. Cool and Friends für immer. So. Und das war doch gut. Nein, Super Craig. So viel dazu. Gleich kommt der Schwarm. Aha,
Aber Mosquito ist bereit. Chica in Pack! Gut gemacht, Mosquito. Der Mosquito scheint mir schon ziemlich stark zu sein. Ja. Das ist schon zu stark. Du bist so ein Arschloch, Süßi. So. Ach, nicht das schon wieder. Doch, unser Vernichtungsangriff. Ah, nein, nein. Für dich. Die armen Mädels. Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Ja, Witz ist, eigentlich bin ich ja auf ihrer Seite, weil... Er hat halt seine Rechnung nicht bezahlt. Das ist doch jetzt ein Superheld-Kollege. Du darfst nicht auf deren Seite sein. Ja, ich weiß. Wer hätte gedacht, dass Brennen so wehtut? Ja, wer hätte gedacht, dass Brennen so wehtut? Ich nehme meine Blutprobe. Tja. Alter, mach mal halblang. Ich nicht. Ja, damit komme ich nicht dran. Damit komme ich auch nicht dran. Damit komme ich dran. Frissen und weg. Ich wollte eine Limo, aber jetzt ist es wohl zu spät. Gut gemacht. Ich kann wirklich fliegen. Ja, es ist halt ein Superheld. Natürlich. Ein Superheld. Los, das ist unsere Chance. Diese Mädchen sind mein Kryptonit und du hast mich gerade noch gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld, Arschheld. Was ist dein Kryptonit? Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien, emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben. Ist schon okay, ich bin in deinem Team, Arschkind. Mir kannst du es sagen. Zeig mir mal dein Charakterprofil. Ah! Ach, jetzt kannst du sie aussuchen. Krebsmenschen, Vampire, Ninja, alte Leute, Chaos-Kinder, Raisins Girl, Sechsklässler. Also ganz ehrlich, ich wäre für die Chaos-Kinder. Ja. Echt? Ich hätte alte Leute genommen. Nein, alte Leute sind voll okay. Nimm die Chaos-Kinder. Keine Kinder. Oder magst du da Butters nicht? Ist mir beides nicht. Bin ich immer gespannt, wenn die drin vorkommen. Kryptonit Chaos Kinder. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben. Super, erledigt. Dein Kryptonit ist offiziell notiert. Wir haben unseren Charakterbogen erweitert. Ruf ja. Mich, wenn du mich brauchst, Kohlfreund. Ist das so gut ist? Ich weiß nicht. Wir haben Mosquito als Freund, ja. Yeah. Ah, ja, die Verbündeten-App. Jetzt haben wir hier alles. Also Mosquito finde ich schon mal sehr, sehr nützlich. Blitzfreak hätte ich eigentlich auch gern dabei. Ich bin am überlegen, ob wir Super Craig oder Human Kite nehmen. Ich wäre sogar eher für Human Kite. Anstatt Super Craig, ja. Der ist mir so einfallslos. Ja, Super Craig ist stark, aber er hat eine zu kurze Reichweite. Er ist nicht super genug. Oh, Sechsklässler. Am Hallo? Generator kommen wir da vorbei. Kann ich die vielleicht irgendwie... Ich kann die betäuben, aber ich kann sie von hier aus nicht angreifen. Eindringlinge kriegen auf die Fresse! Okay, das schaffe ich nicht. Was? Was Gummistiefel? Hey Neuer, komm vorbei, dann arbeiten wir in deinem Outfit. Okay. Ich glaube, im Raisins bin ich nicht mehr so gut gesehen. Ach, wer weiß. Arbeite einfach an deinem Auto. Erinnerst du Daktari? Ich erinnere am coolsten fand ich Clarence. Ja, erinnerst du? Ach nee, erinnerst nicht die Member Berries. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich doch, einem genau die. Wir sind Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie... Jetzt haben wir auch noch Member Berries dabei. Naja, warum nicht? Was ist das? Ja, die, wie haben sie im Deutschen genannt, Erinnerbären. Ach, die Dinge. Die eine ja. Mischung aus Nostalgie, sowohl guter als auch schlechter, enthalten. Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh, ja, ich erinnere. Downtown. Habe ich die jetzt da reingeschmissen? War das was Gutes? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier sind wir wieder bei Token.
So, gesperrt. Der Sicherheitsmann ist bestimmt immer noch nicht sonderlich gut auf uns zu sprechen. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Kann ich hier nochmal was rausprügeln? Nee. Aber wir müssen bestimmt mit ihm noch ein Selfie machen. Das kann sein, aber ob er will. Ob er das will, ist, glaube ich, eine andere Frage. Erinnerst du Detective Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh, ja, ich erinnere. Downtown liebe ich. Okay. Wenn wir hier in das Seniorencenter gehen, gut, dass ich nicht alte Leute angegeben habe, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ihr lasst uns jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit South Park, The Fractured But Whole. Bis dann, euer Wolf.